Finde einen aufrechten Sitz, der dir angenehm ist zum Sein. Mit einer Einatmung zieht die Arme weit über die Seite darauf, schaffe Länge und Raum, bis sich die Handflächen berühren. Ausatmen, die Hände über die Mittellinie abfließen. Einatmen, über die Seite darauf, Länge und Raum. Ausatmen, über die Mittellinie ab. Das dritte Mal einatmen, über die Seite darauf, Länge und Raum schaffen. Ausatmen, über die Mittellinie ab. Dreimal mit einem Arm. Einatmen, Länge und Raum. Bring deine Hände auf deine Oberschenkel. Bring dein Bewusstsein in die Herzmitte und fang deinen Brustkorb richtig rundum an zu kreisen, dass es richtig Raum gibt, Geschmeidigkeit und Weichheit. Einatmen vordurch, ausatmen hindurch. Einatmen vordurch, ausatmen hindurch. Richtig von innen her die Weichheit finden. Und dann wechselt die Seite, geh auf die andere Seite vom Kreis und du auch hier richtig Geschmeidigkeit in den Brustkorb bringen. Vor der Rückseite und beide Seiten vom Brustkorb richtig bearbeiten. Einatmen vordurch, ausatmen hindurch. Und dann find langsam den Weg zurück in die Stille, wird kleiner und weicher, ruhiger, bis ganz in der Stille ankommst. Und nimm einfach wahr. Bring deine Handflächen zueinander, falls sie wie im Gebet und fang die Handgelenke an zu kreisen, sodass die Hand und die Handgelenke richtig Bewegung bekommen, warm werden, geschmeidig werden. Und der Kreis auf die andere Seite. Find mit den Händen dann langsam in eine Wellenbewegung. Auf die andere Seite. Schüttle sie richtig gut aus, richtig fest, bis in die Oberarme, dass du dort richtig spürst. Und dann tut die Hände zurück auf die Oberschenkel und spür nachher. Mit der Einatmung bringt die Arme über die Seite darauf, mit der Ausatmung dreh dich auf deine rechte Seite. Einatmen kommt zurück in die Mitte, die Arme über den Kopf, ausatmen auf die linke Seite, die Arme über die Seite darauf. Einatmen wieder darauf, ausatmen, Seite wechseln. Einatmen darauf. Ausatmen, drehen. Noch einmal und dann bleibst du. Einatmen darauf. Ausatmen, dreh dich wieder. Bring deine linke Hand auf dein rechte Knie, rechte Hand hinter dem Steißbein am Boden und finde Länge. Schaff mit jeder Einatmung noch etwas mehr Länge, mit jeder Ausatmung gang etwas tiefer. Einatmen noch etwas mehr Länge. Ausatmen tiefer. Einatmen, die Arme über den Kopf lösen, Seiten wechseln. Die Hand auch wieder auf dem Oberschenkel positionieren. Die andere hinter dem Becken am Boden. Einatmen, Länge schaffen, ausatmen, saug den Bauchnabel, Beckenboden sanft innen auf, dass du noch etwas mehr Länge bis über die Kopfkrone ausbekommst. Einatmen, zieh die Arme über den Kopf, ausatmen, komm zurück in die Mitte, die Hände fürs Herz. Find den Weg in Vierfüßler, bring deine Hände breit gefächert unter deine Schultern, Knie hüftbreit unter das Becken. Einatmen, Brustkorb darauf, Steißbein zurück, ausatmen, rund werden. Einatmen, wieder öffnen, Kuhposition, ausatmen, Katzenbuckel, Bauchnabel hineinsaugen. Einatmen, öffne dich darauf, ausatmen, wird rund. Einatmen, öffnen, Brustkorb, Steißbein darauf, ausatmen, rund, stell als Variante hinter die Zehen auf und löse die Knie,
2-3 cm vom Boden, die Bewegung vom Rücken bleibt. Und dann setz deine Knie wieder ab, schieb dein Becken zurück auf deine Fersen, komm in Kindsposition. Kopf Richtung Boden oder allenfalls ein Block darunter zur Unterstützung. Von daher löse dich langsam wieder, streck dein linke Bein zurück, rechte Arm nach vorne. Einatmen, weiter weg, ausatmen, Ellbogen und Knie berührt sich unter dem Bauch. Einatmen, wieder weit auseinanderstossen, ausatmen und ein. Einatmen, öffnen, starke Mitte, Hüfte bleibt parallel, ausatmen, rund werden. Einatmen, wieder öffnen, ausatmen, rund. Einatmen, nochmal auftun, ausatmen, rund werden. Einatmen, offen, aus, rund. Ein, auf. Und dann setzt deine rechte Hand und den linken Fuß in die Linie vom rechten Fuß. Allenfalls klappst der rechte Fuß hinten für mehr Balance. Den linken Arm ziehst du über den Kopf hier, unten durch, hinten zum Becken. Einatmen, oben durch, ausatmen, unten durch. Bleib in diesem Kreisen, sodass dein Rücken sich ein bisschen lösen kann. Ein bisschen Raum im Schultergelenk bekommst. Weichheit im Becken. Löse dein gestreckte Bein, ziehe den linken Arm weiter weg und ausatme Knie und Ellbogen oben durch verbinden. Einatmen, auftun, ausatme Knie und Ellbogen verbinden. Wiederhol das. Das letzte Mal den Winkel des oberen Bein an und gang es mit der linken Hand fassen. Ziehe die Fersen zu den Füllibacken, Steißbein und in die Mitte stark. Dann löse langsam wieder dein obere Bein. Setz deine linke Hand unter deine Schultern, bring die Knie nebeneinander und schieb dich zurück in die Kindsposition, um nachzuspüren. Von daher gehen wir in die Wellen mit der Einatmung, schiebst du auf, ausatmen zurück ins Kind. Einatmen, Katzenbuckel richtig rundherauf und zuletzt öffnest du Brustkorb, Steißbein, schiebst dich wieder zurück. Einatmen, wieder richtig öffnen und dann von vorne her dich zurückschieben. Nächstes Mal, wenn du vorne bist, gehst du über einen Liegestütz auf deinen Bauch runter, setzt deine Hände aussen an der Matte unter deine Ellbogen, kommst auf die Fingerspitzen und gehst in die tanzende Kobra. Schau, dass du eine starke Mitte hast und nur so weiter aufgehst, wie es deinem Rücken gut tut. Und find einfach die Bewegungen, die du machen kannst, die dir den Rücken, den Brustkorb, den Nacken lösen, den Raum geben. Auch hier wieder richtig drin in tanzen. Dann setz deine Hände neben dem Brustkorb, die Ellbogen neben dem Rippenbogen, öffne dich darauf in die Kobra und dann schieb dich zurück auf deine Fersen, Kindsposition. Komm zurück in vier Füße, Liegestütze ab, Füße flach, Steißbein und die. Öffne den Brustkorb, einatmen, Kobra, ausatmen, senk dich und schieb dich aus den Händen zurück auf die Fersen. Noch einmal einatmen, richtig rund führen, Chaturanga, Liegestütze auf den Bauch runter, Füße flach, Steißbein und die Schultern zurückrollen, einatmen, ausatmen, senk dich ab, schieb dich aus den Händen zurück auf deine Fersen. Komm dem Kind nochmal an. Und dann von daher zurück in Vierfüßler. Damals rechte Bein zurückstoßen, linke Arm nach vorne, Balance finden, einatmen, ausatmen, Ellbogen und Knie verbinden sich. Einatmen, öffnen, ausatmen, Sug Bauch, neben Beckenboden innen auf, wird richtig rund. Einatmen, auf, die Hüfte bleibt parallel, aus, rund. Wiederhol das. Von daher löst deine linke Hand zurück, rechte Fuß in die Linie vom linken, rechte Arm streckt darauf, allenfalls linke Fuß zurückbringen für mehr Balance. Mit dem rechten Arm wieder kreisen über den Kopf hier, unten durch, vielleicht lüpfst du noch dein gestreckte Bein in die Luft, dass du noch ein bisschen spielen kannst, allenfalls lässt es am Boden. Einatmen oben durch, ausatmen unten durch. Das letzte Mal, dann komm wieder in die Bewegung, wo Ellbogen und Knie sich berühren.
Ausatmen, zusammenbringen, einatmen, öffnen. Dann streckt das obere Bein, winkelt das Bein an, gegen hinten, geht es mit der rechten Hand fassen, zieht die Ferse zur Füdlibacke, Steißbein und die Mitte stark, um den Unterrücken zu schützen. Von daher stoßt jetzt den Fuß in die Hand, dass du sanfte Rückbeuge bekommst. Löse dich dann langsam wieder, streck das Bein zurück, die Hand zurücksetzen, Knie nebeneinander bringen, zurücksinken ins Kind. Und von daher wieder darauf durch deine Wellen. Lege Stütze auf den Bauch, aber einatmen, Cobra, ausatmen, senk dich ab, schieb dich aus den Händen zurück in die Kindsposition. Einatmen, komm wieder mit den Schultern über die Handgelenke, ausatmen, Chaturanga, Füße flach, Steißbein und einatmen, Cobra, ausatmen, schieb dich zurück ins Kind. Noch einmal. Richtig rund mit der Einatmung, ausatmen, starke Mitte, Füße flach, Steißbein und die Schultern zurück, einatmen, ausatmen, schieb dich zurück ins Kind. Da löst dein Becken, setzt sich auf und fährt von daher in Hund, der nach unten schaut, davon aufschieben, Streckbein, einatmen. Ausatmen, sitz wieder auf deine Fersen drauf. Noch einmal und dann find deinen Weg zurück in den Hund, wo du ein Bein beugst, dieses streckst und dann wechselst. Und dann find die Stelle vom Hund, bring das Gewicht in den linken Fuss, damit du das rechte Bein kannst lösen kannst, die Fersen zur Füdlibacke bringst. Dann mit deinem Knie ein Achti um dein Becken vor dem Bauch her wieder zurück über das Becken zeichnest. Richtig so ein Achti schlaufen, sodass das Hüftgelenk gelöst wird, weich gemacht wird. Das letzte Mal und beim nächsten Mal setzt du den rechten Fuß sanft zwischen deine Hände, linke Knie am Boden. Löse deine Hände aufs vordere Knie, saug den Bauchnabelbeckenboden innen auf, dass der untere Rücken geschützt ist und dann von dort her löse deine Hände zu der Decke zum Himmel. Finde tiefe, lange Atemzüge und löst die Hände hinter den Rücken, verschränke sie und zieht die Hände weit von dir weg. Immer noch mit einer starken Mitte. Wachs aus deinen Füßen in dein Becken drauf, über die Kopfkrone. Und dann löst deine Hände vorne am Fuß ab, vordere Fuß zum hinteren Hundposition, und nach unten schaut. Von daher schieb die Füße ins Brett. Du einatmen mit der Ausatmung, Liegestütze auf den Bauch, aber Füße flach, Steißbein und einatmen, Cobra, ausatmen, schieb dich wieder über Knie oder gestreckte Beine zurück in den Hund, der nach unten schaut. Einatmen, wiederhol das, Variante mit Knie am Boden oder bis zu der Hälfte. Einatmen, wieder in Cobra darauf, ausatmen, schieb dich wieder ab. Noch einmal, einatmen, schieb dich für die Variante oder du gehst in Abtag, bis in die Hälfte kommt, von dort her dich darauf schieben, Füße flach. Starke Mitte und schieb dich wieder zurück in den Hund, der nach unten schaut. Find wieder deine Atemzüge, setz deinen rechten Fuß, so dass das linke Bein dann kannst lösen zur Decke, die Ferse zu der Füdlibacke, die Hüfte öffnet sich. Und mach da auch wieder das Achte. Ein grosses Schlaufen, unter dem Bauch durch und dann wieder über die Hüfte. Die andere Schlaufe. Wiederhol da. Das letzte Mal und dann setzt deinen linken Fuß sanft zwischen deine Hände ab, das rechte Knie am Boden, die Hände auf den vorderen Oberschenkel setzen oder das Knie und suche da wieder Bauchnabelbeckenboden innen auf und löse deine Hände darauf, dass du geschützt den unteren Rücken hast. Länge finden mit den Atemzügen. Und dann löst die Hände wieder hinter den Rücken, verschränke sie da mal ungewohnterweise und zieh die Hände weit zurück. Öffne deinen Brustkorb, schaffe dort Raum. Und dann löst deine Hände wieder neben den vorderen Fuß, zieh den vorderen Fuß zurück zum hinteren. Komm da gerade in die Brettposition, ausatmen, Chaturanga drauf, einatmen, Cobra oder Abtag.
Ausatmen, schieb dich wieder zurück. Gang durch dein Vinyasa oder jederzeit ins Kind oder in den Hund. Und nächstes Mal, wenn du im Hund bist, findest du den Weg nach vorne, laufst zwischen deine Hände oder springst zwischen deine Hände. Gehst tief in die Knie, schau zu den Händen, lauf oder spring nach vorne. Mit Länge im Rücken. Falte die tief vor rein, bring die Stirn zu den Schienbeinen, kannst die Beine beugen und den Sitz etwas ab und roll Wirbel für Wirbel darauf. Du mit der Einatmung die Hände über die Seite darauf bringen, ausatmen, bring die Hände vor das Herz. Wir gehen durch einen sanften Flow. Mit der Einatmung nimmt die Arme über die Seite darauf, ausatmen die Hände vor das Herz. Einatmen, sitz tief in den Stuhl, die Arme über den Kopf, ausatmen, bring deine Hände hinter dem Rücken zusammen. Einatmen, öffne den Brustkorb, die Hände zurück, ausatmen, falte vor rein, bring deine Stirn zu den Schienbeinen, die Hände nach vorne ziehen. Sitz wieder tief in den Stuhl, die Arme bleiben, einatmen, öffne die. Ausatmen, falte tief vor rein. Noch einmal einatmen, dich öffnen, ausatmen, tief vor rein falten. Die Hände lösen, bring sie zu den Schienbeinen oder am Boden, einatmen, Länge, ausatmen. Setz den rechten Fuß weit zurück, das rechte Knie am Boden und mit einer Einatmung lösest deine Hände über den Kopf, wie ein Anjanasana. Starke Mitte, auch hier wieder. Atme weiter, ziehe die Vorderferse zurück. Nächste Ausatmung, setze deine Hände, vordere Fuß zum hinteren Hundposition. Einatmen, schieb die Füße in die Brett, die Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, liege Stütze auf den Boden runter. Einatmen, Cobra. Ausatmen, schieb die zurück in den Hund, der nach unten schaut. Einatmen, das rechte Bein lösen, den Fersen zur Füße backen. Ausatmen. Nochmal voll einatmen. Mit der Ausatmung setzt der rechte Fuß zwischen die Hände, das linke Knie am Boden. Starke Mitte einatmen, die Arme über den Kopf ziehen, Anjanasana. Ausatmen, ziehe den vorderen Fersen noch ein bisschen zu dir. Einatmen, noch ein bisschen mehr Länge. Ausatmen, setzt die Hände, hintere Fuß kommt zum vorderen, falte tief vor rein. Einatmen aus der Mitte, verlängerst deinen Rücken nach vorne. Ausatmen, faltest ihn wieder tief. Einatmen, verlängern nach vorne. Ausatmen tief, noch einmal. Geh tief in die Knie, komm in den Stuhl, die Arme neben die Ohren darauf. Einatmen aus, noch etwas tiefer. Ein, streck dich darauf, komm in den Stand aus, die Hände vor das Herz. Einatmen die Arme über die Seite zum Himmel, ausatmen die Hände vor das Herz. Ein, sitz tief in die Stuhlposition, das Gewicht gleichmäßig auf den Füßen, aus, die Hände hinter dem Rücken verschränken. Einöffne Brustkorb aus, falte vor rein, gestreckte oder gebogene Beine. Einatmen, öffne die wieder in den Stuhl, ausatmen tief. Das dritte Mal einatmen, öffne die, ausatmen, falte vor rein, die Hände zu den Schienbeinen. Einatmen, langen Rücken schaffen, ausatmen tief gehen. Setz deine Hände, lauf mit dem linken Fuß einen Schritt zurück, das Knie am Boden. Mit der Einatmung lösest du deine Arme über den Kopf, Anjanasana, ausatmen, bleib da. Find noch mal ein bisschen Länge, einatmen, ausatmen, setz deine Hände, schieb dich zurück in den Hund, der nach unten schaut. Einatmen, komm durchs Vinyasa, Brettposition, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Cobra oder Abtag, ausatmen, starke Mitte, Down Dog. Das linke Bein kommt zurück, einatmen, die Ferse zur Füdlibacken, ausatmen. Noch mal einatmen, Länge schaffen, ausatmen, setz den linken Fuß lautlos zwischen deine Hände, das rechte Knie am Boden. Einatmen, die Arme über den Kopf, Anjanasana, aus, ein bisschen tiefer sinken. Nochmal einatmen, Länge schaffen, ausatmen, setz deine Hände, hintere Fuß kommt zum vorderen, falte tief vor rein. Einatmen, Länge im Rücken, ausatmen, ganz tief falten. Einatmen, nochmal halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze. Das letzte Mal. Und dann sitz wieder tief in den Stuhl, drauf, bring die Arme neben die Ohren darauf, einatmen. Ausatmen, noch etwas tiefer sinken, einatmen, komm darauf in Stand, ausatmen, die Hände vor das Herz. Wir gehen ein bisschen schneller. Einatmen, bringt die Arme über die Seiten, über den Kopf, ausatmen, die Hände vor das Herz. Einatmen, sitz tief in den Stuhl, Arme neben die Ohren, ausatmen, hinter dem Rücken verschränken. Einatmen, Brustkorb öffnen. Ausatmen, falte tief in Uttanasana vor rein. Einatmen, nochmal in den Stuhl.
Ausatmen, einmal vor rein, löse deine Hände. Einatmen, Länge im Rücken, Ardha Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana, Falte tief. Rechte Fuß kommt zu weit zurück, das Knie an Boden. Und einatmen, die Arme über den Kopf bringen. Ausatmen, setz deine Hände, vordere Fuß zurück in die Brettposition, Chaturanga auf den Bauch. Aber einatmen in Cobra oder Abtag. Ausatmen, komm zurück in Down Dog. Rechte Fuß zurück, dreibeinige Hund, Fersen zur Füdlibacke. Und mit einer Ausatmung setzt der rechte Fuß zwischen die Hände, das linke Knie an Boden. Einatmen, die Arme über den Kopf in Sanjayanasana. Ausatmen, setzt die Hände, hintere Fuß zum vorderen Stirn, zu den Schienbeinen. Einatmen, sitzt tief in den Stuhl. Ausatmen, darauf in Stand, Hände in Sanjali Mudra. Linke Seite, einatmen, die Arme weit über die Seite drauf. Ausatmen, die Hände vor das Herz. Einatmen, tief in den Stuhl sinken. Ausatmen, die Hände hinter dem Rücken verschränken. Einatmen, öffnen deinen Brustkorb. Ausatmen, falte tief vor rein. Einatmen, sitz wieder in die Stuhlposition. Ausatmen, tief Uttanasana. Die Hände hin zu den Schienbeinen. Einatmen, Länge. Ausatmen, Stirn zu den Schienbeinen. Setz deine Hände, linke Fuß zurück, das linke Knie an Boden. Einatmen, die Arme über den Kopf bringen ins Anjanasana. Ausatmen, gerade die Hände setzen, vordere Fuß zum hinteren Brett, Chaturanga oder ab. Einatmen, Cobra oder Abtag. Ausatmen, komm in Down Dog. Einatmen, das linke Bein zurück, die Ferse zu den Füdlibacken und mit einer Ausatmung linke Fuß lautlos zwischen deine Hände setzt das rechte Knie an Boden. Einatmen, die Arme über den Kopf ins Anjanasana. Ausatmen, setzt deine Hände hinter den Fuß zum vorderen Stirn zu den Schienbeinen. Einatmen, sitz tief in die Stuhlposition. Ausatmen, die Hände vor das Herz. Find deinen Atem. Einatmen, die Arme über die Seite darauf. Ausatmen, bringt die Hände zurück zum Herz. Einatmen, sitz wieder tief in die Stuhlposition. Ausatmen, verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Einatmen, öffne den Brustkorb. Ausatmen, falte tief vor rein. Einatmen, die Hände wieder verschränkt behalten, tief in den Stuhl setzen. Ausatmen, nochmal vor rein. Löse jetzt die Hände, bring sie zu den Schienbeinen, langen Rücken einatmen. Ausatmen, Stirn zu den Schienbeinen. Die Hände setzen und jetzt laufen oder springen zurück in die Brettposition. Ausatmen, Liegestütz ab. Einatmen, Cobra oder Abtag. Ausatmen, zurück in Down Dog. Von daher bring die Knie an Boden. Komm mit den Händen zurück unter die Schultern. Streck dein rechte Bein zurück, winkel es an und versuch dein Fußgelenk oder dein Fußrist mit der linken Hand zu fassen. Steißbein und ihr Bauchnabel stark und dann stoss den Fuß in die Hand und ziehe mit der Hand wieder so den Fuß zurück, die Schulter zurück auf den Rücken. Langsam lösen und dann von daher löse den linken Arm darauf und twisten und rein vor dein rechte Handgelenk. Du die da deine linke Schulter ablegen. Löse deine rechte Hand darauf, schiebe es vom linken Handgelenk und rein. Komm auf deine rechte Schulter. Schau, dass du auf dem Kopf kein Gewicht hast, sondern das Gewicht auf den Schultern ist. Du streckst dein rechte Bein zurück, winkelst es an, versuchst es mit der linken Hand das Fußgelenk zu fassen. Das gleiche wie vorher im Vierfüßler, jetzt einfach in der Drehung. Rein. Auch hier wieder eine starke Mitte. Gib Acht auf den Rücken. Finde auch noch die Atmung und die Balance, sodass sie nicht umruggelt. Und dann langsam wieder lösen, linke Hand setzen, stoss die Hand in den Boden und schieb die wieder zurück, rechte Arm nochmal darauf ziehen und dann sinkt zurück in die Kindsposition. Bringt die Stirn an den Boden und dann wieder einen Block drunter. Die andere Seite. Löse den linken Fuß zurück. Winkel das Bein an, gang mit der rechten Hand den linken Fuß fassen. Steißbein und ihr Bauchnabel stark und dann stoss Fuß und Hand gegeneinander oder den Fuß in deine Hand, sodass du den Rückbeugen bekommst. Linke Ellbogen weich. Löse dich langsam wieder ab, setz deine rechte Hand, bring die Knie nebeneinander. Löse den linken Arm darauf, du einatmen, ausatmen, schieben vom rechten Handgelenk durch, leg deine linke Schulter wieder ab. Du dich hier zuerst einrichten, dass du wieder auf dem Schultergelenk bist, bevor du deine rechte Hand lösest, das linke Bein zurückstreckst und wieder eine rechte Hand geht den linken Fuß fassen. Dann wieder den Bogen spannen mit einer starken Mitte, Fuß in die Hand stossen und das Schulterblatt zurück auf den Rücken ziehen.
Bleib da drinnen. Atme noch und schau, dass du schön stabil in der Mitte bist, dass es nicht davor ist. Und dann langsam lösen. Bring das Knie zurück, rechte Hand in den Boden stossen, dass der linke Arm zurückfinden kann. Und dann kommt zurück in die Kindsposition. Du kannst gerne hier im Kind bleiben und dir ein bisschen Zeit geben. Oder weiter mitkommen, indem du dich nochmal in den Hund, der nach unten schaut, bringst. Gehst mit den Füßen da mal ein bisschen näher und ein bisschen breiter und auch die Hände machst du ein bisschen breiter und drehst die Fingerspitzen nach außen. Und dann löst dann dein rechte Bein, winkel das Bein wieder an, löst deinen linken Arm, vielleicht nur die Hand ein bisschen lösen, vielleicht kannst du die Hand am Becken zurückbringen, vielleicht kannst du sogar mit der linken Hand den rechten Fuß fassen und da möglichst viel Stabilität im Becken und im Bauch behalten und den Bogen spannen. Dann langsam wieder lösen, vielleicht direkt in einen Rockstar gehen mit dem rechten Fuß, die darauf lösen. Im Rockstar ankommen oder das Becken wieder senken und einfach zurück in den Hund, der nach unten schaut. Gang nochmal durch eine Welle, einatmen für ein Brett, ausatmen Chaturanga, einatmen in die Cobra darauf oder Abtag. Ausatmen, zurück in den Tag. Das Gleiche auf der linken Seite. Löse deine Füße wieder etwas breiter auseinander. Die Hände schulterbreit. Die Handgelenke ein bisschen nach außen drehen für eine bessere Balance. Löse das linke Bein zurück. Winkel es an und gang mit der rechten Hand dein linke Fußgelenk fassen. Vielleicht ziehst du auch mit der rechten Hand noch zurück. Vielleicht kommst du bis zum Fußgelenk. Du musst einfach so weit mit, wie es für dich stimmt. Du kannst gerne hier bleiben. Richtig den Bogen spannen. Jederzeit den Weg zurück ins Kind finden oder in den Hund. Und dann kannst du deine rechte Hand lösen und in den Rockstar gehen. Du kannst den linken Fuß innen am rechten Oberschenkel nach Boden bringen und dich darauf in den Rockstar öffnen. Dann von daher den Weg das Becken wieder absenken, den Weg wieder zurückfinden, wieder zurück in den Hund, der nach unten schaut. Gang von hierher nochmal durch ein Vinyasa, einatmen, führen ins Brett, Chaturanga, ausatmen, einatmen in den Cobra-Abtag, ausatmen, Down-Tag. Dann von hierher lauf oder spring zwischen deine Hände. Und roll darauf, bis du im Stand bist. Die Hände fürs Herz bringen. Wir gehen in die Tänzer. Du bringst das Gewicht auf den rechten Fuß, so dass das linke Bein kannst zurückwinkeln. Geh mit der linken Hand das linke Fußgelenk fassen, rechte Arm streckst du darauf. Starke Mitte, saug den Bauchnabel wieder rein. Und dann spann wieder den Bogen. Stoss den Fuß in die Hand rein. Das rechte Bein ganz leicht Bogen behalten und vielleicht kommst du mit dem Oberkörper sogar sanft vor rein. Als Variante kannst du den Fuß auch in den Ellbogen reinbringen und dann den rechten Arm über den Kopf zurück zum linken Arm schieben und die Hände miteinander verbinden und hier den Bogen spannen. In deiner Variante löst du dich sanft wieder, bringst das linke Knie vor den Brustkorb darauf, neigst dich vor rein oder gehst direkt in Stand. Zurück in Stand und wechsle die Seite. Das Gewicht in den linken Fuß bringen, das rechte Bein lösen. Winkle den rechten Fuß an, geh mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk fassen. Auch hier wieder Bauch aktiv behalten, linke Arm darauf strecken. Stoss den Fuß in deine Hand, spann wieder den Bogen. Ganz leicht im linken Knie bogen bleiben, dass die Stabilität behältst, Balance. Und du kannst auch hier wieder mit dem Oberkörper vor rein gehen. Oder auch die Variante wählen, wo du wieder den Fuß in den Ellbogen reinbringst, von außen her gegen innen. Und dann die Hände miteinander verbindest. Schau, welches deine Variante ist und bleib dort drin. Du kannst das Video stoppen und ein bisschen damit spielen oder weiter flüssen.
langsam wieder lösen und dann das rechte Knie vor den Brustkorb bringen, umfasst das Knie und versucht die Stirn zum Knie runterzubringen. So wieder ein bisschen den Rücken zu entlasten. Setz beide Füße wieder nebeneinander ab. Komm in Stand. Einatmen den Arm über die Seite drauf. Ausatmen die Hände vor das Herz. Dann von daher mach mit dem linken Bein oder mit einem Bein, so dass die Kamera siehst oder die Bildschirm, einen Schritt zurück. Komm in einen Gerätstand, Fußkante, Aussenkanten sind parallel, die Hände hinter dem Rücken verschränken und dann fällt die vor rein in den Gerätstand ein. Du hast hier wieder ganz, ganz leicht die Knie Bogen abhalten, ziehe die Sitzbeinhöcker aber Richtung Fersen und ziehe deine Hände aber Richtung Boden. Du kannst hier bleiben oder die Variante wählen, wenn du geübt bist, in Kopfstand gehen, die Hände in die Linie der Füße bringen, den Kopf an den Boden, die Ellbogen wie bei der Liegestütze und die Beine über die Seite darauf in Kopfstand. Löse dich langsam wieder ab. Komm wieder zurück in den Gerätstand, wenn du in Kopfstand gegangen bist. Und dann löse dich von daher. Bring deine linke Hand wieder spiegeln unter die Brustkorb, rechte Arm streckst du auf. Du kannst hier bleiben oder die Hand hinter dem Rücken an die Innenseite vom linken Oberschenkel bringen. Hier bleiben oder mit der unteren Hand zum Fuß, der näher ist, mit der linken Hand zum rechten Fuß oder mit beiden Händen. Weg wieder zurück in die Mitte finden. Rechte Hand an Boden, linke Arm hinter dem Rücken durch an die Innenseite vom Oberschenkel. Hier in der Drehung bleiben. Oder allenfalls weiter wandern mit dem rechten Arm Richtung linken Fuß. Oder allenfalls Fußgelenk oder das Wadling auf Wasser und Stirn zum Schimpfbein bringen. Löse dich langsam auf, komm zurück in die Mitte. Dreh deine Zehenspitze nach vorne, bring die Hände an die Innenseite vom vorderen Fuß, hinteren Fuß zum vorderen. Find ins Sitzen zurück. Umarm deine Knie richtig fest und dann von daher komm in die Tintenfisch, wo du ein bisschen abgehst, wieder darauf Bauchmuskeln schaffst. So mit den Armen weich schaffst, dass wir wieder ein bisschen Kraft im Bauch bringen. Die Stärke zurück und dann umarm deine Knie und komm richtig nach. Bring einen Ellbogen jetzt, wenn ich wieder spiegle, ist der linke Ellbogen um deine Knie um den rechten Arm nach hinten drehen. Twist dich da drin. Dass die Knie zusammenbleiben und das Gewicht auf den Sitzbeinhöcker gleichmäßig verteilt ist. Und dann löst dich zurück in die Mitte, wechselt die Seite. Starken Bauchnabel saugen, innen rauf. Dreh dich wieder richtig auf. Die Knie bleiben zusammen. Die Sitzbeinhöcker haben gleich viel Gewicht und du wachst aus den Wirbelsäulen darauf. Und dann löst dich wieder zurück. Und mit den Füßen etwas führen. Allenfalls daheim etwas an. Verschränk deine Oberschenkel, deine Hände unter dem Oberschenkel. Und versuch die Rippenbögen auf den Oberschenkel zu behalten und den Bein langsam so weit führen zu strecken, dass die Verbindung von den Oberschenkel und den Rippenbögen bleibt. Die Füße sind geflext und die Innenseite der Fußballen berühren sich. Nimm da deine langen, tiefen Atemzüge. Löse dann langsam deine Hände, schieb dein Becken nach vorne, find den Weg auf den Rücken, komm in ein Päckchen an. Du kannst auch die Knie fassen und so ein bisschen kreisen auf einer Seite, dass das Unterkreuz noch ein bisschen bewegt wird. Und dann löse deine Hände entlang vom Körper ab, stell deine Füße nahe bei den Sitzbeinhöcker auf und schieb dein Becken
zu der Decke. Verschränk deine Hände, zieh eine Schulter nach der anderen um dich, dass du in eine Schulterbrücke darauf kommst. Schau, dass das Brustbein zum Kinn fließt und der Kopf ganz sanft in Verbindung, den Hinterkopf zum Boden hat. Löse deine Hände und find den Weg zurück. Du bleibst hier entweder oder du gehst in eine zweite Runde, kannst die Variante vom Rad wählen oder Brückli mit Tonsprache. Komm dort rein, was für dich richtig ist. Und schau, dass du drinnen kannst atmen. Wenn du daraus rausgehst, gehst du auch wieder sachte daraus raus. Zurück auf den Rücken. Stellst die Füße etwas breiter auf und lass die Knie zusammenfallen. Und lass einfach im unteren Rücken los. Von daher kannst du dann langsam ein Knie nach dem anderen zum Brustkorb bringen und deine Knie mit deinen Händen umfassen oder allenfalls die Hände vor den Knie umfassen, damit die Knie noch etwas näher kommen. Und den Rücken noch mal ein bisschen entlasten. Dann haben wir in eine Kerze, entweder eine passive Kerze, wo deine Hände unter dein Becken schiebst, Beine zur Decke. Oder wenn du einen gesunden Nacken hast, kannst du die Arme auch entlang vom Körper ausstrecken, Beine hinter den Kopf bringen. Schieb zuerst das Becken richtig darauf, verschränk die Hände hinter dem Rücken, zieh eine Schulter nach der anderen und ein. Und bring deine Hände an den Unterrücken mit den Fingerspitzen darauf. Löse die Beine zur Decke. Das Gewicht ist auf den Schultern und den Ellbogen. Der Kopf bleibt in der Linie der Wirbelsäule. Und find da möglichst weiter auf. Streck deine Zehen so die Decke auf oder Himmel, wenn du draußen bist. Und lass deinen Atem fließen. Löse deine Füße langsam wieder ab. Löse deine Hände. Und dann komm Wirbel für Wirbel ab, mit ein bisschen Kraft vom Bauch hebt, die Füße etwas zurück. Und dann umarm deine Knie noch einmal, mach noch mal ein Päckchen. Und komm von daher in einen Twist nach deiner Wahl. Du kannst die Füße aufstellen, das Becken auf eine Seite schieben und die Knie auf die andere Seite bringen. Und die Hand von dieser Seite kannst du auf den oberen Oberschenkel legen. Oder wenn du eine gebundene Variante machen willst, mach das. Und schau wieder, dass dein Atem weich und sanft fliessen kann. Aus dem Schultergürtel ein bisschen loslassen kannst. Dann von daher bring die Knie zurück in die Mitte und schau, dass sie so wirklich öppen auf Beckenhöhe sind, rechten Winkel in den Knie. Kommt uns Krokodil nochmal sanft von rechts nach links gehen. Dass du Bauchkraft noch mal ein bisschen brauchst und dich noch mal ein bisschen einmitten kannst. Stabilisieren in deiner Mitte. Du kannst auch die Beine strecken für ein bisschen mehr Intensität. Und dann stell deine Füße wieder auf. Schieb das Becken auf die andere Seite. Und schau, dass die Knie jetzt auf dieser Seite sind, wo sie noch nicht gewesen sind. Lass den Kiefer los, die Stirn. Und spann den Schultergürtel. Komm dann wieder zurück in die Mitte. Und streck ein Bein nach dem anderen aus. Wenn du etwas anlegen für deine Endentspannung und das noch nicht gemacht hast, mach das jetzt. Und dann richte aus. Shavasana. Füße Hüftdistanz. Die Zehen fallen nach außen. Die Arme entlang vom Körper mit den Handflächen darauf. Schliesse deine Augen und löse deinen Körper und Geist richtig weich werden und entspannen. Die Atmung fließt natürlich.
Bleib gerne noch länger liegen oder find langsam den Weg zurück zu dir. Stell einen Fuß nach dem anderen auf, streck deine linke Arm über den Kopf, dreh dich auf deine linke Seite und komm langsam darauf ins Sitzen. Mit der Einatmung die Arme über die Seite darauf bringen, Handflächen berühren sich, ausatmen über die Mittellinie drauf. Wiederhol das. Einatmen über die Seite darauf, ausatmen über die Mittellinie drauf. Und das letzte Mal mit einem Arm tief aus dem Herz raus. Dann verneig dich vor dir und dem ganzen Universum aus Dankbarkeit für deine Praxis. Namaste.